Ich habe mich dazu entschieden, euch das Spiel Kup zu erklären. Man kennt es auch unter dem Namen Wikingerschach. Es wurde wohl schon vor rund 5200 Jahren in Ägypten gespielt und ist somit schon ziemlich alt. Die Altersbegrenzung liegt bei etwa 5 Jahren, jedoch sollte man entscheiden, ob man in diesem Alter schon fähig ist, dieses Spiel zu spielen, da es ein Wurfspiel ist. Das Spiel selber besteht aus einem König, der da hinten zu erkennen ist, 10 sogenannten Küps, die hier sind, 6 Wurfhölzer, mit denen man später die Küps abwirft und 4 ganz normalen Begrenzungshölzern, mit denen man das Spielfeld aufbaut. Wie ihr sehen könnt, habe ich das Spielfeld bereits aufgebaut und wie man auch sehen kann, gibt es 2 Seiten. Das heißt, man spielt auch in 2 Teams insgesamt. Spielen können es 2 bis 12 Spieler, das heißt pro Team können 1 bis 6 Spieler sein. Die Maße des Spielfelds sind an der kurzen Seite entlang, wie man hier sehen kann, 5 Meter und an der langen Seite bis da hinten, bis zu dem Begrenzungsholz, 10 Meter. Das Spiel kann auf Rasen, Kies oder auch Sand gespielt werden. Wie man aus dieser Perspektive sehr gut sehen kann, habe ich die insgesamt 10 Küps bereits auf die 2 Spielseiten aufgeteilt. Sie werden in einem gleichmäßigen Abstand aufgestellt. Das Ziel des Spiels wird sein, mit den Wurfhölzern die Küps auf der gegnerischen Seite abzuwerfen. Jedoch darf man die Wurfhölzer nicht irgendwie werfen, sondern dafür gibt es eine bestimmte Technik. Dafür werde ich euch einmal ein Bild einblenden. Wie ihr jetzt auf dem Bild gesehen habt, muss man die Wurfhölzer von unten auswerfen. Hier seht ihr das noch aus einer anderen Perspektive und man sieht die Schwierigkeit, dass es man ziemlich genau werfen muss. Muss man auch aufpassen, dass man nicht den König in der Mitte umwirft. Wenn man den nämlich umwirft, bevor man die Wurfhölzer da hinten die Küps da hinten umgeworfen hat, hat man das Spiel verloren. Wie eben bereits erwähnt, gibt es insgesamt 6 Wurfhölzer, mit denen man das Ziel hat, diese Küps auf der gegnerischen Seite umzuwerfen. Ich habe es jetzt schon einmal symbolisiert und die 6 Wurfhölzer auf die gegnerische Seite geworfen und dabei ein Küp getroffen. Das weitere Ziel des Spiels ist jetzt, dass die gegnerische Mannschaft, die hier auf dieser Seite ist, den Küp auf die andere Seite des Spielfelds wirft. Heißt, auf die Seite von theoretisch meinem Team, weil ich ja vorher da hinten stand. Heißt, sie müssen diesen Küp jetzt hinter den König werfen. Das symbolisiere ich jetzt einmal. So, der liegt jetzt da hinten. Für dieses Team relativ schlau, da man diesen Küpp da hinten jetzt wieder aufstellen wird und das Team, das hier auf dieser Seite ist, den als erstes umwerfen muss, bevor es die weiteren Küpps da hinten umwirft. Das symbolisiere ich auch einmal. Wie man erkennen kann, habe ich diesen Küpp, der jetzt vorher da stand, umgeworfen. Dieser kommt jetzt aus dem Spiel raus. Falls das Team, das diesen Küpp umwerfen musste, währenddessen ein von dem umgeworfen hätte, würde dieser wieder ganz normal hingestellt werden. Die Teams kommen auch ganz normal nacheinander drin. Das heißt, das Team hat gerade geworfen, dann ist dieses hier wieder dran. Das mit den Küps geht immer so weiter. Wenn ich meinetwegen jetzt wieder einen da hinten umwerfen würde, meinetwegen diesen hier, müsste das gegnerische Team diesen wieder in meine Spielfeldhälfte werfen und den wiederum umwerfen. Wie man entscheidet, welches Team als erstes wirft, ist natürlich den Teams jeweils selber überlassen. Es gibt solche Methoden, wie dass man ganz am Anfang einer aus einem Team kann ein Wurfholz so nah wie möglich an den König werfen und der am nächsten drankommt, das Team, das darf beginnen. Wie lange eine Runde insgesamt dauert, das kann man nicht genau sagen. Das liegt natürlich daran, wie schnell man auch trifft. Das Spiel selber ist, wie auch ganz viele andere Spiele,
in normalen Läden oder auch im Internet erhältlich, wo es etwa zwischen 15 und 30 Euro kostet. Wenn ihr jetzt noch irgendwelche Fragen zu diesem Spiel habt, könnt ihr die natürlich stellen. Das Spiel an sich ist nämlich etwas komplizierter und ich hoffe, ich habe es auch so erklärt, dass ihr es alle verstehen konntet.